It's the C3 News Show. And here we go again. I'm Chris and this is the third and final C3 News Show for the Hi, hier sind wir wieder. Ich bin Chris und das ist die dritte und letzte News Show. Heute konzentrieren wir uns auf die 2D-Welt. Und wir hören natürlich wie immer auf mit unserer Karotte des Tages. Los geht's. Wir haben mit Tabasco über die 2D-Welt gesprochen und wie sie entstanden ist und wie man mitmachen kann und was als nächstes kommt. Hi, ich habe jetzt Tabasco hier bei mir und er ist einer derjenigen, die an unserer 2D-Welt mitarbeiten. Und das ist ein Open-Source-Projekt, richtig? Wie kam es dazu? Das ist kompliziert. Vor dem Remote CCC letztes Jahr habe ich Animationen hinzugefügt zu der Welt in WorkAdventure. Das war ein Plugin für die Game Engine für WorkAdventure. Und ich habe eine Umfrage, die immer noch offen ist, erstellt. Und es schien so, dass die Leute gerne nochmal die Welt gehabt hätten und deswegen habe ich meine eigene Instanz aufgebaut. Und things we added for RC3, the patches to merge them together and stuff like that. Habe mir da so alles zusammengesucht, die Patches, und habe meinen eigenen Fork erstellt. Und das führte zu WorkAdventure XCE. So haben wir das genannt. Und da war ich zusammen mit Pizzakatze beschäftigt. Er hat auch einen WorkAdventure Fork mit anderen Features. Und er arbeitet auch daran, alle Features hinzuzufügen, die es bisher so gab. Wo geht die Mission so hin? Ich habe versucht, ein eigenes Admin-Backend zum Laufen zu bekommen. Also der Hauptunterschied zu der offiziellen und der Open-Source-Version ist, dass es ein Admin-Backend gibt, wo es Features wie Login gibt, wo man auch Leute bannen kann oder melden kann. Ja, sowas. Und die Schnittstelle ist natürlich da. Das ist natürlich Open Source, aber man muss da sein eigenes Admin-Backend erstellen. Und es wäre ganz toll, wenn da Leute teilnehmen könnten und sich in den XCE-Fork und auf GitHub beteiligen könnten. Und letzte Frage. Wenn es nochmal so ein Event geben würde, was würdest du bis dahin gerne geschafft haben? Wann wäre für dich sozusagen die Mission erreicht? Sich in Gruppen bewegen können, ohne sich gegenseitig zu verlieren. Das war das am meisten erfragte Feature aus der Community. Und es gibt da schon eine einfache Idee, die auch einfach zu implementieren wäre, aber das müsste man dann ja auf zwei verschiedene Maps übertragen und da weiß ich noch nicht ganz genau, wie wir das umsetzen werden und wie wir das in WorkAdventure einfügen, so dass wir da nicht allzu viel verändern müssen und dass es immer noch regulär funktioniert. Also wer sich da
auskennt mit TypeScript, JavaScript, kann, wie gesagt, sehr gerne hier uns helfen. Vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Und ich hoffe, du findest die Unterstützung, die du brauchst. Super. Wenn wir über die 2D-Welt reden, dann hier ein paar Beispiele. Wir sind zurück mit Reboot to Respawn. Lass uns mal zur Seabase gehen. Da ist der Newsroom. Here's a waffle recipe. And hier haben wir ein Waffelrezept. Lass uns mal in diese Police Box reinschauen. Wow. Okay. Cool. Okay. Did you remember to register your extension for the event phone system? Habt ihr euch beim Event Phone registriert? Pog has a really seriously big Easter egg here. Hier ist wirklich ein sehr großes Osterei. Oops, I tripped over a Mate bottle. Upsa, über Club Mate gestolpert, passiert. Und es gibt einen Bällebad mit Partymusik. Erinnert ihr euch an das Mirrorboard aus dem RC3? Da gab es eine Dokumentation der World mit den Verbindungen. Das war ein ganz toller gemeinschaftlicher Effort. Und ich habe in diesem Moment verstanden, dass die 2D-World wohl bei uns bleiben wird. Und ja, da gibt es ein kleines Projekt, das ist noch ein Baby, aber wenn ihr Lust habt, hier bei der Dokumentation zu helfen, hier ist der Link. Dann kommen wir jetzt zum Fahrplan für den Rest des Tages und für morgen, den 5. April 2020. Heute Abend gibt es einen Talk über Online-Wahlen und natürlich endet der Tag mit und für die Early Birds morgen früh, da gibt es etwas über kritische Infrastrukturen. Jetzt geht's nochmal in die Küche zur Königin der Karottengerichte, Katsasi. Heute backen wir einen traditionellen Karottenkuchen. Hier sind die Zutaten. Erstmal muss man etwas reiben. Dann werden die Haselnüsse mit Brotkrümeln und Backpulver und Zimt gemischt, die Eier trennen, Eiweiß schlagen, 5 Esslöffel heißes Wasser, damit es schön fluffig wird, Vanillezucker und Rum. Trockene Zutaten dazu. Und die Karotten natürlich. Dann wird das Eiweiß untergehoben und das Ganze wird bei 180 Grad 50 Minuten gebacken. Und dann machen wir hier noch den Zuckerguss. Der wird auf dem Kuchen verteilt. Lecker! Das war unsere letzte R2R C3 News Show. Es hat uns sehr Spaß gemacht. Das Team verabschiedet sich herzlich. Schaut auf unseren Kanal und abonniert. Bis dahin. Passt auf euch auf und tschüss.